eine andere Nationalität aufzuerlegen. Bei uns war das nicht so. Und außerdem hat sich ja diese... Schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel in Kroatien schauen, was ein Mann wie Jelacic für jedermann bedeuten, ob er jetzt Kroatisch spricht oder nicht, es ist schon enorm. Wie, das ist sehr selten, dass Sie das finden. Franz Josef erfüllte in 68 Jahren seiner Herrschaft durch seine Beharrlichkeit und die Gründlichkeit eines perfekten Beamten zahlreiche staatliche Verpflichtungen und das buchstäblich bis zum letzten Tag seines Lebens, den 21. November 1916. In einem so strengen, durch Militärdisziplin geregelten Alltag blieb dem Kaiser wenig Zeit für persönliche Freuden. Opatija zeigte sich daher auch für Franz Josef als ein idealer Ort, weit weg genug von den ermüdenden Wiener Zeremonien und Audienzen und doch so nah für kürzere Aufenthalte und das Genießen in der Sonne und Bläue des Adriatischen Meeres. Die außerordentliche Schönheit mit einer Dosis von Rätselhaftigkeit, Feinfühligkeit und Romantik sind nicht nur Eigenschaften von Opatija, sondern auch die der bayerischen Prinzessin Elisabeth von Wittelsbach, die 1854 Franz Josef heiratete und mit ihrer Persönlichkeit das breite Volk der Monarchie eroberte. Elisabeth wurde vom Volk liebevoll Sissi genannt, was auf ihr spontanes Benehmen hindeutete, das sich von der sterilen Hofatmosphäre abhob. Sie wurde für die schönste Frau ihrer Zeit gehalten, die wie ein Engel aussieht, aber wie der Teufel reitet. Die junge Kaiserin war zuerst sehr in ihren Mann verliebt, doch mit der Zeit, wegen des schlechten Einflusses der Schwiegermutter, die ihr ihren Willen aufdrängen wollte, entfremdeten sich die beiden voneinander. Elisabeth nannte die Erzherzogin Sophie böse Frau, weil sie mit ihr wegen ihrer liberalen Einstellungen oft stritt und in Konflikte geriet. Nach der Parole besser allein als in schlechter Gesellschaft zog sie sich in die Einsamkeit zurück und widmete sich dem Lesen und Schreiben von Poesie. Später fand sie ihre Zufriedenheit in häufiger Abwesenheit von Wien und nach Rudolfs Tod in fast ununterbrochenen Reisen durch die riesige Monarchie. Als Zeichen ihrer Trauer nach dem Tod ihres Sohnes trug Elisabeth bis zum Lebensende nur noch schwarz und befahl, dass man sie auf Bildnissen und Fotografien nur aus jüngeren Jahren darstellen darf. Obwohl sie meistens getrennt lebten, behielt das kaiserliche Paar gegenseitigen Respekt und Verständnis füreinander. Franz Josefs Brief aus Opatija an Elisabeth beginnt mit den zärtlichen Worten: Mein süßer, geliebter Schatz, was auf eine gewisse Liebe gegenüber seiner Frau hindeutet, obwohl er zahlreiche Geliebte hatte. Elisabeth verbrachte gerne ihre Sommer in Opatija und besuchte angeblich in der Villa Minach den ungarischen Grafen und Premierminister Gyula Andrassy. Die Natur dieses Verhältnisses wurde nie aufgeklärt, obwohl es Gerüchte gab, dass Andrassy der echte Vater von Rudolf war, angesichts der pro-ungarischen Einstellungen des Kronprinzen. Das Leben der Kaiserin Elisabeth nahm 1898, genau wie das Leben ihres Sohnes, ein tragisches Ende, als sie der italienische Anarchist Luigi Lucchini am Ufer des Genfer Sees sinnlos ermordete. Der aufregende Lebenslauf der Kaiserin war ideal für zahlreiche Verfilmungen, von der unwiderstehlichen Sissi in der Mitte des 20. Jahrhunderts, die von der Filmdiva Romy Schneider dargestellt wurde. Franz Josef stattete Opatija zwei offizielle Besuche ab. Das erste Mal im Frühling 1894, als die Einwohner von Opatija Zeugen der historischen Begegnung zweier Kaiser wurden, des österreichischen und des deutschen. Und 1904, anlässlich der international wichtigen Konferenz der Außenminister von Österreich und Italien. Ich habe ja eine Erinnerung und ich kann mich erinnern am Zusammentreffen mit dem Kaiser. Wissen Sie, es war doch so, dass ein Mensch, der so lange regiert hat, wie der Kaiser Franz Josef, der unter dessen Herrschaft also der meisten Teil seiner Untertanen unter ihm auf die Welt gekommen sind, unter ihm gelebt haben und unter ihm gestorben sind. Das bedeutet doch eine ungeheure Verbindung. Opatija galt wegen ihrer geografischen Position als ideal für die stille Geheimdiplomatie, von der später die Rede sein wird, und auch für die den Menschen viel wichtigeren geheimen Liebesbegegnungen. In dieser doppelten Aktivität nahm auch ganz persönlich Franz Josef teil, den das Volk für einen strengen Vater der Nation hielt, mit starken moralischen Überzeugungen und Lebensregeln. Doch auch der Kaiser ist nur ein Mensch. Seine verwandte Seele fand er in der populärsten österreichischen Schauspielerin Katharina Schratt,
die mit 18 Jahren ihre große Karriere am Hoftheater in Berlin anfing. Nach einer Tournee in New York kam sie nach Wien, wo sie zur Schauspielerin des Hofburgtheaters ernannt wurde, dem sie bis zu ihrer Pensionierung treu blieb. Franz Josef bemerkte die anziehende Katharina 1885 auf dem Ball der Industriellen, wo sie an einer attraktiven Theateraufführung für den russischen Kaiser Alexander III. Auftrat. Seitdem waren sie unzertrennlich, besonders nach dem Tod von Elisabeth, die angeblich diese Beziehung genau wie die Karriere der Schauspielerin unterstützte. Katharina verbrachte regelmäßig die Sommer- und Herbstmonate in Opatija, wo ihr Franz Josef Gesellschaft leistete. Obwohl diese romantischen Zusammentreffen in Geheimnis verhüllt waren, erinnern sich Bewohner von Opatija an die Geschichten ihrer Urgroßmütter, die in den Parks von Opatija auf einmal von nirgendwo einen bekannten, älteren Herrn mit einer rund 20 Jahre jüngeren Frau unter seinem Arm trafen. Der Kaiser war ernst und erhaben und die Schauspielerin elegant und gelassen. Sie schlenderten die Wege entlang bis zu dem Häuschen, das von exotischen Kamelien umgeben war, ideal für eine Atempause und den Austausch von Zärtlichkeiten. Angeblich bekam Katharina von Franz Josef die Villen Quisisana und Velic geschenkt, in denen sie die geheimen Opatija-Treffen verbrachten. Neben Opatija war ein beliebter Ort des Paares auch die Quarner Insel Loschin, die ihnen eine noch größere Intimsphäre bot. Die Länge ihrer Beziehung besagt, dass es sich um wahre Liebe handelte, die von Selbstsüchtigkeit und Kalkül befreit war. Katharina stand Franz Josef wortwörtlich bis zum letzten Atemzug bei, indem sie neben seinem kaiserlichen Todesbett wachte. Trotzdem erlaubte ihr die kaiserliche Familie nicht, zum Begräbnis zu kommen. Sie starb 1940 im besetzten Wien und lehnte es ab, für eine große Geldsumme Memoiren über ihr Leben mit dem österreichischen Monarchen zu schreiben. Nun aber zurück in das Jahr 1894 und zum Zusammentreffen des Kaisers Franz Josef mit dem Kaiser Wilhelm II. Von Hohenzollern. Der deutsche Souverän kam mit seiner Yacht Christabel aus Rijeka und vom Ufer aus winkten ihm seine Ehefrau, Kaiserin Auguste Victoria und ihre 7 Söhne, die mit einem speziellen höfischen Zug angekommen waren. Die Kaiserin wurde eine Woche vorher von dem Schulschiff der deutschen Kriegsmarine Moltke empfangen, in dem Ehrensalben abgefeuert wurden. Das Kaiserpaar residiert in der Villa Amalia, der Dependance des Hotels Quarnero, und die Jungen in der Villa Angelina. Wilhelm genoss erholsame, einsame und lange Spaziergänge bis Wolosko und zurück, während Auguste Victoria mit zahlreicher Suite durch die Straßen von Opatija paradierte. Mütterlichkeit und Treuherzigkeit waren die Haupteigenschaften der Kaiserin, ihren Mann liebte sie ehrlich und vergab ihm manchen Seitensprung. Der deutsche Kaiser und König von Preußen war dermaßen von Opatija begeistert, dass er diese Stadt mit dem Himmel auf Erden verglich und 1000 ungarische Forint für die Weiterentwicklung der Stadt schenkte. Franz Josef kam zu diesem Treffen am 29. März 1894 nach Opatija und erweckte damit großes Interesse der Weltpresse, aber auch die Neugier der europäischen Politiker hinsichtlich der Gesprächsthemen der beiden stärksten Herrscher des alten Kontinents. Für Franz Josef waren die Gespräche mit Wilhelm ermüdend. Deshalb bevorzugte er die Gesellschaft der anderen Mitglieder der deutschen kaiserlichen Familie und die prachtvolle Einrichtung des Hotel Stephanie, in dem er residierte. Das Zusammentreffen war für beide Kaisertümer nicht entscheidend, obwohl es den künftigen Konflikt mit Großbritannien und Frankreich andeutete. Doch für die Stadt Opatija, die an großer Publizität in der Welt gewann und mit den vornehmsten Städten des Mediterran verglichen wurde, hatte es große Bedeutung. So wurde Schülers Wunsch wahr, dass Opatija zur damaligen Zeit sogar das berühmte Nizza übertraf. Diese Tatsache verewigte 1898 auch das berühmte Filmteam der Brüder Lumière. Die Exklusivität von Opatija wurde 1904 bestätigt, als Franz Josef die evangelische Kirche feierlich einweihte, die von dem schwedisch-norwegischen Königspaar Oskar II. Und Sophia finanziert worden war. Die für die Touristen aus dem Norden Europas erbaute Kirche ist ein Werk des Wiener Architekten Karl Seidel. Sie ist im neuromanischen Stil gebaut mit einem Glockenturm, der jenem der Kathedrale im deutschen Speyer ähnelt. Die Königin schenkte auch ein wertvolles Bibelexemplar.
Oskar, Sophia und Franz Josef verweilten in der luxuriösen Villa Jeannette, die Zimmer mit Balkonlogen und wunderschönen Blick aufs Meer hatten, Aufzüge, Zentralheizung sowie Schwimmbäder mit Süßwasser und Meerwasser. Die adligen skandinavischen Gäste waren so sehr von Opatija bezaubert, dass sie einige Monate blieben. Als großer Katholik antwortete Franz Josef auf die Erbauung der reformatorischen Kirche mit einer anonymen Spende im Betrag von der Hälfte der Aufbaukosten der Kirche Maria Verkündung. Der Architekt Karl Seidel wurde erneut engagiert. Er baute für Opatija etliche Gebäude, wie zum Beispiel das Rathaus, das Gericht, Hotels und zahlreiche Villen von Volosko bis Lovran. Aber die Kirche Maria Verkündung, die oberhalb von Opatija liegt und mit ihrer Größe und der grandiosen Kuppel dominiert, wurde zu Seidlers Lebenswerk. Der Hauptaltar mit einem Ziborium, erbaut nach dem Vorbild der Euphrasius-Basilika in Poric, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, ist ein Werk der Zagreber Bildhauerin Mila Wood. Franz Josef wohnte am 9. April 1904 in Opatija, der wichtigen Versammlung zwischen dem italienischen Außenminister Tommaso Titoni und seinem Wiener Kollegen Graf Agenor von Goluchowski bei. Die Minister sprachen über die neu entstandenen Verhältnisse in Serbien nach der Ermordung des Königs Alexander Obrenović, der ein Verbündeter Österreichs war. Ich kann nur das daran erinnern, wie seinerzeit die Obrenović war ja Serbien ganz anders orientiert, wie dann sie unter der nächsten Dynastie gekommen sind. Denn die Obrenović haben ja, und das wissen so wenig Leute, versucht oder Gedanken zumindest gehabt, irgendwie in diese größere Konföderation, von der Franz Ferdinand geträumt hatte, hereinzubringen. Das, stellen Sie sich vor, was da gewesen wäre, wenn das gelungen wäre. Dann hätte die Schwarze Hand und diese verschiedenen Suborganisationen der Zerstörung hätten nicht funktionieren können. Ja, da möchte ich aber auch nicht wieder sagen, ja, es war halt so. Wie es sich später zeigte, war der Wechsel auf dem serbischen Thron zugunsten des Hauses Karadjordjevic das Vorspiel des ausschlaggebenden geopolitischen Machtkampfes zwischen den Großmächten, wobei die britischen und französischen Köpfe der Geheimdiplomatie eigene Regeln aufzuzwingen versuchten. Verbündete fanden sie in den Gründern der großserbischen Politik, die sich als ideale schmutzige Mitspieler auf dem maroden Terrain des südöstlichen Europas erwiesen. Der Mittelpunkt der geostrategischen Diversion war in Bosnien und der Herzegowina, die unter der Herrschaft des europäischen Wiens waren und vom kriegshetzerischen Appetit des balkanischen Belgrads begehrt wurden. Mit diesem Ziel kam der politische Vater der serbischen Radikalen, Nikola Pašić, nach Opatija, um mit den Mitgliedern der großserbischen terroristischen Organisation Schwarze Hand das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo zu planen. Erzherzog Franz Ferdinand war der älteste Sohn des Erzherzogs Karl Ludwig, des jüngeren Bruders von Kaiser Franz Josef und Prinzessin Maria Annunziata von Bourbon-Parma. Nach dem Tod seines Vaters übernimmt er die Rolle des Thronfolgers. Er war der Meinung, die Monarchie müsse reorganisiert werden, um sich erhalten zu können. Der erste Schritt wäre die Gründung einer dritten föderalen Einheit, die Bosnien, Herzegowina, Kroatien, Slowenien und die Vojvodina mit einbeschließen würde. Der Erzherzog hat zur Vertiefung der politischen und konstitutionellen Krise beigetragen, indem er die tschechische Gräfin Sophie Chotek heiratete. Für die kaiserliche Familie galt die gewöhnliche Gräfin als keine ehrwürdige Frau des zukünftigen Herrschers. Darum entschied man, dass, obwohl Franz Ferdinand Thronfolger blieb, seine Frau und Kinder keinen Anspruch auf den Thron haben und nicht als Mitglieder der Familie Habsburg betrachtet werden. Franz Ferdinand mochte Opatija nicht. Er besuchte es mehrmals, aber sobald er sich mit dem Schiff mehr als 50 Meter vom Ufer entfernte, überkam ihn Übelkeit. Und gerade in diesem jüdischen Nest voller Slawen und Irredentisten, wie er einmal Opatija beschrieb, besiegelte die radikale serbische Politik, durch die britisch-französische Freundschaft bestärkt, am 28. Juni 1914 sein Schicksal. Der Thronfolger nahm an einer Militärinspektion teil und missachtete dabei die Warnungen vor einer realen Gefahr, womit er zeigen wollte, dass er keine Angst vor Drohungen der serbischen Geheimorganisationen hat. An diesem Tag, während der Stadtrundfahrt durch Sarajevo, beging der Serbe Nedeljko Čabrinović ein erfolgloses Bombenattentat.
Trotzdem entschloss sich Franz Ferdinand, die Fahrt in einem offenen Fahrzeug fortzusetzen, um 20 Minuten später von dem Terroristen Gavrilo Princip, dem Mitglied der geheimen proserbischen Organisation Mlada Bosna, ermordet zu werden. Dabei wurde auch Ferdinands Frau Sophie ermordet und der bosnische General Podjorek verletzt. Heute ist es gewiss, dass Pašić, das serbische Hirn der Operation, schon vorher das Datum des Attentats wusste und sich zur Zeit der Durchführung des Attentats in Sicherheit brachte, ironischerweise ausgerechnet in Opatija. Das war der Anfang des Ersten Weltkrieges, in dessen Wirbel drei große Kaisertümer untergingen: das österreichische, deutsche und russische. Nach dem Tod von Franz Josef wurde am 30. Dezember 1916 Kaiser von Österreich und König von Kroatien Karl I., der Sohn von Erzherzog Otto, des Neffen des verstorbenen Kaisers und der Prinzessin Maria Josepha von Sachsen. Seine Mutter brachte ihn im Alter von 7 oder 8 Jahren nach Opatija. Er wirkte scheu und schwermütig. Maria Josepha war eine fromme Frau und versuchte Karl durch Ministrantendienst in der Kirche in Volosko Mut einzuflößen, aber er war weiterhin einsam und schweigsam. Daher änderte sie ihre Taktik, indem sie ihn zum Spielen und zur Kameradschaft mit einheimischen Jungen brachte, die sich in der Gesellschaft des Prinzen nicht gerade entspannt fühlten. Wie das meistens der Fall ist, waren die ersten gelernten Worte auf Kroatisch von den Kindern der Fischer aufgeschnappt, die in vornehmer Gesellschaft nicht gebraucht werden. Als Kaiser im 29. Lebensjahr und am Anfang seiner Herrschaft war Karl mit seinen Soldaten öfters am Kriegsplatz und wurde mit den grausamen Leiden des Krieges konfrontiert. Daher knüpfte er sogleich Friedensverhandlungen zwischen der Monarchie und der Entente an, um weitere Opfer und Zerstörungen zu vermeiden. Schauen Sie, erstens einmal, was die Charakteristik meines Vaters betrifft. Ich habe ihn sehr wenig gesehen. Schauen Sie, ich bin auf die Welt gekommen im Jahr 1912. Im Jahr 1914 ist der Krieg losgegangen. Da hat mein Vater sofort diese sehr wichtige Position gehabt, zuerst einmal der Thronfolger zu sein und dann der Herrscher. Und als solcher hat er natürlich die Politik schon sehr beeinflusst, aber er hatte eine Sache. Im Ersten Weltkrieg war er der einzige von Staatsoberhäuptern, und zwar auf beiden Seiten des Krieges, der immer wieder an der Front war, der seine Soldaten gekannt hat, der immer wieder gewusst hat, was für eine Fürchterlichkeit dieser Krieg für die Leute ist, und der daher von Anfang an systematisch für die Wiederherstellung des Friedens eingetreten ist. Das hat sonst niemand anderer getan. Die meisten anderen haben von zu Hause, von ihrem Büro aus, ihre Befehle erteilt, ohne genau zu wissen, was die Realität eines Krieges ist. Und das war, sagen wir, die wesentlichste Charakteristik der Politik meines Vaters. Er war an der Front und er hat gewusst, wie es an der Front ausschaut. Und er hat daraus geschlossen, wir müssen einen Frieden haben. Leider fand sein mutiges friedensstiftendes Ziel keine Unterstützung bei dem deutschen Verbündeten Wilhelm II. Die Möglichkeit, Frieden zu schließen ohne Teilnahme von Deutschland, wurde als Verrat betrachtet und alle Verhandlungen fielen ins Wasser. Obwohl die Mächte der Entente bis zum letzten Kriegsjahr nicht geplant hatten, das habsburgische Kaisertum vollkommen zu zerstören, kam es 1918 trotzdem dazu. Diese Idee nahm Überhand durch die Unentschlossenheit der österreichischen Politiker gegenüber dem entschlossenen Handeln der tschechischen und südslawischen Vertreter. Die Folge dessen war, dass Kroatien aus dem mitteleuropäischen Zivilisationskreis bis 1990 und der Wiederherstellung des selbstständigen Staates ausgeschlossen war. Nach dem Zerfall des Staates lehnte es Karl ab, abzudanken und ging ins Exil in die Schweiz. Aus der Schweiz versuchte er zweimal, die ungarische Krone zurückzugewinnen, weil Ungarn verfassungsmäßig eine Monarchie ohne König war. Im Gegensatz zu Österreich, wo die Republik ausgerufen wurde, ermöglichte das eine Wiederherstellung der Habsburger Herrschaft. Der erste Versuch im März 1921 scheiterte, als Hortis Regierung Karl aufforderte, das Land zu verlassen, obwohl sie ihm formell Treue schworen.
Zum zweiten Mal kam Karl im Oktober 1921 nach Ungarn, wo sich ihm in Sopron rund 3000 ungarische Soldaten anschlossen. Aber als sie sich Budapest annäherten, kam ein Ultimatum des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen und der Tschechoslowakei, dass sie Ungarn den Krieg erklären, falls Karl die Regierung übernehme. Damit scheiterten alle Versuche, die Monarchie wiederherzustellen, weil Karl die Herrschaft nicht durch Blutvergießen erlangen wollte. Eine bedeutsame Rolle spielte dabei die Sabotage von Miklós Horthy, des ungarischen Reichsverwesers, der die Herrschaft mit dem König nicht teilen wollte. Großbritannien und Frankreich betrachteten Karl als eine Gefährdung des Versailler Vertrages und der Stabilität in Mitteleuropa und bestimmten deshalb die portugiesische Insel Madeira als Ort seiner Verbannung. Dort starb er am 1. April 1922, erschöpft vom erfolglosen Kampf um die Wiederherstellung der Herrschaft. Am 3. Oktober 2004 hat Papst Johannes Paul II. Karl wegen seiner Friedensbestrebungen während der Kriegszeit selig gesprochen. Im Jahr 1911 heiratete Karl die scharfsinnige und tatkräftige adlige Zita aus der Familie Bourbon-Parma, mit der er 8 Kinder zeugte. Der älteste Sohn Otto wurde 1912 geboren und somit Thronfolger. Weil ich habe, lange Zeit war ich nicht in Opatia vorher gewesen, gut, als Kind, aber daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und da muss ich sagen, es hat doch einen großen Sinn, wenn man dann einen solchen Ort wiederfindet, den man gewusst hat, den man gekannt hat. Und das ist aber bei vielen anderen Leuten, schauen Sie, ich bin jetzt dreimal schon, vierte Mal in Opatia und es ist einfach so, dass sehr viele Leute sich an die Geschichte ihrer Eltern erinnern. In Opatia, aber auch auf der anderen Seite von solchen, deren Eltern in Opatia gewesen sind. Kaiserin Zita war eine mutige und entschlossene Frau, die mit ihren zahlreichen verwandtschaftlichen und politischen Verbindungen die Familie auch nach Karls Tod zusammenhielt. Sie lebten bescheiden auf Madeira, ohne Strom und Badezimmer und heizten nur mit Holz, das sie selber sammelten. Essen konnten sie sich nicht kaufen, so aßen sie nur Fisch und Grünzeug, von dem die Insel genug hatte. Nachdem der König von Spanien, Alfons XIII., Zita und den Kindern Unterkunft im Palast El Pardo neben Madrid ermöglichte, verbesserten sich die Lebensumstände der Familie Habsburg. Zita wollte ihren Kindern die beste und für eine kaiserliche Familie angemessene Schulung und Erziehung ermöglichen. Eine besondere Rolle wurde dabei dem ältesten Sohn Otto von Habsburg zugeteilt. An der Katholischen Universität in Löwen schloss er das Studium der Soziologie und Politikwissenschaft mit einem Doktorat ab. Für ihren Sohn veranstaltete Zita 1930 ein traditionelles höfisches Ritual, da er volljährig wurde und somit den Thron übernehmen konnte. Eine mögliche Rückkehr Ottos nach Wien wurde durch die instabile politische Situation in Österreich begünstigt, wo die Regierungen ständig wechselten. Zita ging noch einen Schritt weiter und wurde in einer privaten Audienz bei Papst Pius XI. Und dem italienischen Königspaar empfangen, bei denen sie um Unterstützung in der Rückgewinnung der Krone bat. Als der nationalsozialistische Führer Adolf Hitler verlangte, Österreich an Deutschland anzuschließen, sah der österreichische Kanzler Alfred Dollfuss Rettung für Österreich in der Rückkehr der Habsburger auf den Thron. Die Landsleute haben Otto unterstützt und er wurde sogar in 1500 österreichischen Orden zum Ehrenbürger ernannt. Die Österreicher zeigten auch mit der Parole „Mit Habsburg gegen Hitler" ihren Widerstand gegenüber den Nationalsozialisten und betonten damit, dass die kaiserliche Familie ein geschichtliches Symbol ihrer eigenen Selbstbestimmung sei. Leider kam es nicht zur Wiederherstellung der Monarchie, weil die Nationalsozialisten 1934 während der Verhandlung mit Ottos Vertretern Dollfuss ermordeten. Vor der nationalsozialistischen Besetzung Österreichs 1938 schickte Otto einen Brief an den damaligen österreichischen Kanzler Schuschnigg, in dem er verlangte, dass ihm dieser als dem legitimen Thronfolger die Herrschaft übergibt. Schuschnigg hat dies abgelehnt, sprach ihn aber trotzdem mit „Eure Hoheit" an. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs verlangte Otto, seine Mutter Zita und Ottos Geschwister von dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt die Wiederherstellung der Donauföderation der mitteleuropäischen Staaten unter der habsburgischen Krone, was auch Papst Pius XII. Und angeblich auch der britische Premierminister Churchill unterstützten.
Otto wurde in den USA als Staatsoberhaupt empfangen und versuchte, Roosevelts Idee nach, ein österreichisches Bataillon zusammenzustellen, das allerdings an den Kämpfen nicht teilnahm, weil die Amerikaner die späteren politischen Verpflichtungen fürchteten. So bewahrte Otto aber Österreich vor massiven Bombenangriffen der Alliierten. Sein Bruder Karl Ludwig nahm als Mitglied der amerikanischen Armee an der Landung der Alliierten in der Normandie teil und versuchte mit seinen politischen Verbindungen, die damalige ungarische Regierung auf die Seite der Verbündeten zu gewinnen. Mit dem Kriegsende kam es zu einer Aufteilung in Besatzungszonen. Erst 1955 erhielt die Republik Österreich ihre Selbstständigkeit zurück, aber die Anti-Habsburg-Gesetze traten wieder in Kraft. Die Gelegenheit, die Monarchie wiederherzustellen, scheiterte und die Verdienste der Habsburger im Kampf gegen die Nationalsozialisten gelangten in Vergessenheit. Ich bin also keineswegs Pessimist. Schauen Sie, ich habe mein ganzes Leben ein Prinzip gehabt, ich habe immer nach vorne geschaut.